Entschuldigen Sie, ist das der Sonderjet nach Pankow? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Heute ist der 29. April. Es ist kein 1. April und hier sehen wir, angeblich kann gefaked sein, ich weiß es nicht, ja, aber hier soll ein Video, also hier ist ein Video vorhanden, auf welchem zu sehen ist, dass Kamala Harris eine Gangway besteigt, aber sich dahinter kein Flugzeug befindet. Also das ist hier mit den roten Strichen theoretisch angedeutet. Böse Zungen behaupten, es gibt eine Art internen Wettkampf zwischen Kinder Joe und Kamala. Und naja, keine Frage, Kinder Joe hat die Nase vorne. Warum auf allen Vieren geht es halt einfach schneller hinauf? Das da ist das Horoskop der Sonne-Uranus-Konjunktion von morgen, wieder ein Jahreshoroskop, weil die Sonne geruht, jedes Jahr einmal bei Uranus vorbeizuschauen. Wir haben hier die Zahlen 30, 34, 36, nochmal 36, 38, 39, Quersumme 12, beziehungsweise dann auch die 3. Ja, gehen wir es an. Als erstes haben wir die 30. Jetzt nehme ich einmal die Originalkarten, so wie es in meinem System drinnen steht. Ja. Für die 30 steht die Stab 7, ja, die 7 Stäbe. Ich weiß, es gibt verschiedene Systeme. Das ist eines von diversen Zahlensystemen. Hier geht es aber nicht um Streitereien, sondern hier geht es um Kraft. Also nein, um Zuversicht, das ist eine gute Zahl, aber eben wenig Energiereserven und Regeneration. Deswegen habe ich auch immer diese beiden Karten gezeigt. Also Regeneration und Wiederauftanken. Die Karte ist für mich eigentlich schlecht, aber ist egal. Schauen wir mal die Originalzahlen und Kartencodes an. An zweiter Stelle haben wir die 34. Die 34 steht für größten Schutz. Das zählt eben als die drei Stäbe. Und bei der 34 haben wir eben auch eine Zahl der Hellsichtigkeit und eine sehr große Reisetätigkeit. Deswegen habe ich auch die 7 dazu genommen. Jo, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die 36. Die 36 ist in meinem System das Ass der Stäbe. Ja? Was kann man sich unter der Karte vorstellen? Ich würde sagen, gar nichts. Ja? Aber ich zeige es einmal her. Hier geht es eben um den sogenannten Sieg des Kosmos in der Materie unselbstständig und man sagt auch, die 36 glaubt, sie würde nichts brauchen. Für mich ist die 36 einfach eine gigantische Wissenszahl, weil es die vierfache 9 ist. Dann haben wir die 38 an fünfter Stelle und das ist dann die Königin der Kelche. Naja, hier geht hervor, hier wird behauptet, gute Schauspielertätigkeit, man wäre sehr, sehr stark im Verstand, was hier aus der Karte nicht hervorgeht. Es ist der Amoklauf der Gedanken und man soll hier sozusagen lernen, über die eigenen Gefühle zu reden. Na, das werden wir dann sowieso ausreichend können, weil bei dem Jahreshoroskop haben wir wieder genügend Zeit dazu. Und als letzte Zahl haben wir dann die 39, den Zwangsbeglücker, das ist der Ritter der Kelche, laut meinem System, große Leidenschaft, Sexualität, Fanatiker und über Sexualität wird halt sehr, sehr vieles erlöst, beziehungsweise kommt man auch zu großen Einsichten. Jetzt suche ich nur noch die 12, die habe ich natürlich leider übersehen, das ist wahrscheinlich immer die, da haben wir schon. Die 12, der Gehängte, also die Quersumme von 3 und 9 ist die 12, das heißt, das Leben steht Kopf, wir sollen alles aus einer neuen Perspektive kennenlernen, eben eine andere, Aussichtsmöglichkeit und die 3 ist dann sozusagen die Quintessenz dieses Jahreshoroskopes, Kreativität, schöpferische Kraft. Weiter zum zweiten Teil. Ende.